Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gehen wir in Monster Merch rein und wir ziehen uns richtig brutale Rainbow Friends Charaktere dort rein und es wird wirklich geisteskrank, Leute, denn wir werden heute eine Megaschlacht haben. Aber ganz kurz einmal, Leute, wie ihr schon sehen könnt, mein Ohr macht immer noch Probleme. Ich will da nicht so viel drauf eingehen, allerdings ist es leider nicht nur eine Mittelohrentzündung gewesen. Es ist noch ein bisschen schlimmer, aber alles gut. Muss jetzt auf jeden Fall noch behandelt werden. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht, während ich jetzt hier ein paar alte Videos auch mal bringe und so weiter und ein paar vorproduzierte Videos, dass ihr vielleicht auch mal auf meinen Zweitkanal geht, Team Denome. Da gibt es nämlich Chuck Güzel allerbesten Content. Einfach mal den Kanal abchecken und gerne ein Abo da lassen. Wir haben, glaube ich, jetzt 22.600 oder so. Ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwann auch mal die 100.000 haben. Leute, viel Spaß im Video. Kuss, wir gehen rein. Let's go. Wie man sehen kann, ich habe hier meinen... Naja, Blue. Und ich soll mir jetzt einen Blue kaufen plus irgendwie noch so ein... Ja, also so ein. Ich füge jetzt mal diese beiden Blues zusammen und... Wow, Alter, die werden schon green. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal... ziemlich cool, würde ich sagen. Und Green, boah. Green muss hier reinschallern, Leute. Das wird eine knappe Kiste, aber ich gewinne das. Sehr gut. Okay, macht auf jeden Fall Bock. Und wir haben heute so ein bisschen so Rainbow Friends Thema. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Hier können wir uns jetzt noch ein paar mehr Diamanten einsammeln. Wollen wir nicht, ne? Okay, jetzt sind wir so richtig drin. Ich will einmal hier in diesen Helden gucken. Und wir schauen mal an, was da alles so bei ist. Und man sieht schon hier, wir haben den orangenen Krieger. Irgendwas Schwarzes, Pink, Gelb haben wir auch noch. Yellow King ist hier auch noch. Oha, dann haben wir Green in irgendeiner abgeänderten Form noch, den Purple Warrior und wir haben, okay, also ziemlich cool, Red ist hier auch dabei. Wir haben alle Rainbow Friends Charaktere am Start, finde ich sehr, sehr gut. Alright, da hinten ist Pink schon, das ist ja in Ordnung, aber ich werde jetzt hier erstmal zwei Blues dazu holen und die greifen an und ich würde sagen, fetz mal richtig rein hier. Oh Gott, das wird auf jeden Fall schwierig, glaube ich, gegen... Ja, wobei... Ja, doch, wir rasieren dem schon ordentlich rein, ne? Also auf Easiness. Ich finde diese Katze so ein bisschen blöd hier. Warum ist eigentlich Green immer so am Rumtanzen? Total cool. Ich finde die Katze ein bisschen blöd. Deswegen mache ich mir direkt mal den Frog Mage. Okay, also, na gut. Ja, nehmen wir dann einfach mal. Jetzt haben wir hier Folgendes. Also wir wollen, dass der Tank gegen den dicken Tank kämpft. So, dass die aufeinander gehen. Und wir werden von hier aus, wenn der tot ist, fangen wir an, hier weg zu rasieren. So, und ich denke mal, wir packen einfach so einen Fernkämpfer noch davor, damit der den hier schützt. Ne, für alle Fälle. Aber man sieht schon, Green hat den Blue hier angegriffen auf der Seite, warum auch immer. Aber wir kommen hier durch die Backline ganz easy durch. Da hinten sieht man, dass das Gebiet sich auch noch so verändern wird. Okay, aber erstmal gibt's Monetas. Und vor allem, wir kriegen einen Daily Reward. Oha, wie cool ist das denn? Krass. Ja, nehme ich mit. Geil, ey. Boah, der hat jetzt Orange gemacht. Kein Problem, Bro. Du willst einen Orange? Du kriegst einen Orange. Du verdammter Hund. So, jetzt werde ich aber direkt ausrasten, Leute. Nein, nicht so, sondern so. Und wir haben Red jetzt einfach hier am Start. Yo, ich bin mal gespannt, was der so kann. Red packen wir mal hier hin. Ich würde ganz gerne... Ja, also eigentlich sollten wir... Vom Ding her, glaube ich, eher so gehen. Die werden jetzt den Blue angreifen, das ist auch in Ordnung. Er ist halt so ein bisschen so ein Schussfänger. Und Red ist einfach super stark. Man sieht's hier, hast du es gesehen? Alter, der fetzt auf jeden Fall gut rein. Sehr weise Entscheidung, hier Red zu machen. Und der Orange hat einfach mal alles auseinandergenommen. Das ist so ein Schild wie von Captain America, kann das sein? Ey, wie crazy. Okay, wir haben jetzt 1800 Diamanten. Alright, was ist das hier? Okay, wir können sogar... Ach so, wir können sogar einfach Diamanten mitnehmen. Das finde ich auch nice. Machen wir einfach mal. Dann kaufen wir uns doch gleich mal... Zwei Fernkämpfer, okay, bleiben erstmal bei zwei. Red ist jetzt hier auch so ein bisschen. Wir werden den mal in Sicherheit wiegen. Der wird jetzt hier gleich wahrscheinlich Blue angreifen, vermutlich. Ja, man sieht schon, das hat richtig reingescheppert. Aber wir kommen eigentlich ganz gut hin. Mit so ein bisschen Strategie ist das hier auf jeden Fall eine ganz lockere Bank. Jetzt müsst ihr erstmal sehen, wie viel Kohle wir bekommen.
hat der jetzt halt, also... Warum kam jetzt hier Red? Ist der jetzt einfach der Stärkste gewesen? Oder was bedeutet das? Hat der am meisten Schaden gemacht? Kann halt sein, ja. Was ist das hier? Oha, 38.000 einfach. Jo! Nehmen wir nicht mit, Leute. Ist egal. Ich kaufe jetzt hier noch so einen ein. Wir haben jetzt einen Green. Wir wollen durch diese... Also passt auf, was wir machen. Wir wollen durch diese Linie hier durch. Die ist relativ schnell weg. Wenn wir gut sind, dann kommt der Orange nämlich gleich durch und zerstört die Backline, während Green mit Green noch fightet. Ihr seht... Mein Plan geht auf. Jetzt zerstört er die Backline hinten und die geht natürlich noch auf Green, aber Orange ist halt schon da und sorgt einfach schon dafür, dass hier nicht mehr so viel geht, ne? Sehr gut gemacht. Und taktisch super sinnvoll. Also wenn ihr nicht sagt, ich bin der Profi in dem Game, dann weiß ich auch nicht weiter. Was kann man jetzt hier noch Schönes machen? Wir haben Orange auf der Seite. Wir müssen mal sehen. Also wir könnten hier rüber gehen. Dann könnten wir eventuell, wenn wir schnell genug sind, könnten wir Red sogar noch erwischen. Wir brauchen allerdings ein bisschen besseren Fernkampf. Und ich würde sagen... Das ist ein Fall für Double Red. Die stellen wir einfach so hier hin. Ein noch so als Schussfänger sozusagen. Und ja, man sieht schon, das geht gut. Oh Gott, Orange hat auseinandergenommen. Sehr gut, wir haben einen Fernkämpfer weg. Das ist sehr big, Leute. Das ist extrem big, was wir gerade gemacht haben. Super gut. Und gleich werden wir die Reds kombinieren und mal gucken, was da dann rauskommt. Das, glaube ich, wird richtig wild. Okay, wir haben zweimal Orange. Wir müssten also noch einen Orange auf jeden Fall machen. Und jetzt kombinieren wir erstmal die und kriegen einen Raben. Das ist Raven jetzt. Raven stellen wir so in die Mitte. Und ich denke, es macht sogar Sinn. Wenn wir einfach Black Slender nehmen. Oha, einfach Black Slender jetzt. Hier den hinstellen und Black Slender muss jetzt... Oh nein, Leute, das war vielleicht nicht gut, was wir da gerade gemacht haben. Oder, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ja, das ist schwierig. Black Slender, der muss den jetzt wegböllern. Komm schon. Jawohl, das läuft, Leute. Guck mal an, wie stark dieser Magier ist. Das war ein sehr riskantes Ding. Wir hatten das tatsächlich nicht so gut unter Kontrolle. Aber das kommt auch immer davon, wenn man so neue Leute ständig rekrutiert, ne? Also wild. Also wild. Diese Charaktere sind richtig wild. Wir bauen jetzt erstmal eine ordentliche Backline. Wir brauchen nämlich mal echt wieder so eine Backline. Jetzt hat der halt auch schon so einen Mage. Wir müssen das natürlich mal eher dann so machen. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir so. Ja, doch. Das macht schon Sinn. Ja, wir sind jetzt schon in der Backline, aber... Oh, die Backline, die schallert so rein, Mann. Ja, ja, hier, als erstes gehen sie auf den, der Shot geht auf den. Ha, genau richtig gemacht, Leute. Easy. Wisst ihr, das ist es nämlich. Oh Gott, das wird ein knappes Ding. Und das verliere ich sogar. Oh mein Gott. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Aber wir haben ordentlich Diamanten gekriegt. Das finde ich gut. Normalerweise ist es in den Games dann immer so, wenn du nicht so viele, also wenn du nicht gewinnst, kriegst du nicht so viele Diamanten. Jetzt ist es tatsächlich mal so ein bisschen anders. Jetzt muss ich halt nur mal überlegen, wie wir das Ganze strategisch jetzt angehen. Wir könnten die Backline noch ein wenig verstärken. Das ist vielleicht nicht ganz... Doch, das ist schlau, Leute. Das ist sogar richtig schlau. Wenn wir die Backline jetzt nämlich so hinstellen, dann können wir auf der Seite noch so einen Kämpfer machen. Ja. Und das dürfte, glaube ich, ganz gut gehen. Wir haben jetzt hier die gleiche Situation. Ja, jetzt kriegt Red hier auf jeden Fall schon Schaden. Man sieht's. Es ist ungefähr der gleiche Kampfausgang. Aber dieses Mal hat Red ordentlich kassiert. Und jetzt muss der erstmal hier überall reinbuttern. Und ja, das Ding haben wir eigentlich easy gewonnen. Auf locker, Leute. Und tschüss. Sehr gut. Wir sind Stage 10. Es gibt einfach 150 Stages. Wie crazy. Okay, so, mit 4.400 sind wir wieder im Rennen. Der hat jetzt hier irgendwie einen neuen Krieger rekrutiert. Ist das jetzt das Ding plus das andere schwarze Ding, oder was? Das wäre geisteskrank. Niemals, oder? Egal, Leute. Wir machen das so. Der geht jetzt... Ah, ich dachte, er geht nach oben. Aber er ist näher dran auf jeden Fall. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Boah, was hält der alles aus? Ach du Heiliger! Ist einfach ein Boss, Leute! Oha! Richtig stark! Yo!
Okay, also da merkt man schon wieder, dass das so ein bisschen unfair geworden ist. Wir holen uns jetzt erstmal Geld, was wir kriegen können. Aber wir müssen definitiv unsere Blue Army einfach noch ein bisschen weiter ausbauen. Wenn wir vielleicht noch einen starken Orange-Charakter machen, plus den hier hin. Ja, doch, so dürfte eigentlich, wobei, boah, nee, ich glaube, das wird halt, das wird ultimativ schwer. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Ich habe jetzt wirklich alle Mächte zusammengepackt, die es geht, aber man sieht's, ich krieg den einfach nicht gebacken, ne? Das wird jetzt erstmal so ein unmöglicher Kampf für eine etwas längere Zeit, denke ich. Okay, die wollen die Handbandagen? Die kriegen die Handbandagen. Ich habe jetzt zweimal Orange zusammengefarmt. Diese Fernkämpfer da hinten, die nerven halt übel, ne? Die stinken schon so ein bisschen. Ich mache es einfach so, dass wir vielleicht einfach Pink genauso machen wie hier. Und jetzt haben wir den Counter auf jeden Fall drin. Warum verliert mein Charakter hier mehr Leben? Okay, das sollte man eigentlich im Griff haben. Jetzt mit Pink ist es schon deutlich entspannter, aber man merkt schon, hier geht auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die, also das Ding halt einfach überlebt. Krass, wie stark der auch ist. Heftig. Okay, aber ich würde sagen, vom Ding her sind wir gut jetzt. Ja, sind wir jetzt gut am Start. Wir machen das folgendermaßen. Hier, damit der hier gleich rüber geht, setzen wir hier einen hin. Nicht, dass der jetzt hier durchrennt und meine Army halt fertig macht. Das wäre blöd. Wir wollen, dass er direkt hier da rüber geht. Weil der, ne, da, und dass er dann halt direkt auf den hier geht. So, das haben wir halt auch gut hingekriegt. Jetzt müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass wir diese Blackies hier vorne wegmachen und die Magier hinten auf jeden Fall noch erwischen. Aber das sieht gut aus. Das sollten wir eigentlich locker durchlasern können. Oh, ey, wie stark der ist! Einfach weggeschnitzt! Richtiger Olaf, Mann! Hashtag Olaf in die Kommentare, Leute, wenn es ein richtiger Olaf ist. Er hier heißt Olaf. bei meinem Lieblingsspiel gibt es halt so einen Charakter, so eine Axt, ne? So ein Olaf, ey, der ist richtig stark. Und warte mal ganz kurz! Ist das da Pink? What? Okay. Okay, Leute, das hätte ich nicht gedacht. Wir testen mal einfach so einen Kampf. Wir machen einfach mal so einen Test und gucken mal, was passiert. Alter, Pink lasert ja richtig. Ja! Habt ihr das gesehen? Zu strong, ne? Verdammt nochmal. Die haben hinten in der Backline wirklich richtig viel stehen. Für mich ist jetzt halt gerade schwierig. Ich muss jetzt nämlich echt sehen, wie ich damit fertig werde. Was mich am meisten nervt, ist dieses komische Kackviech hier. Was fliegt denn das da mal lang? Verschwinde doch mal, bitte. Hallo? Mach dich doch mal aus dem Staub, ey. Voll nervig, Leute. Na gut, kriegst jetzt Orange. In dein Gesicht. Und wir gucken mal, wenn wir von hier gehen. Wir könnten unsere Truppen so ein wenig kanalisieren noch, sagen wir mal. Auf, oha, er greift einfach, er hat doch gerade Purple angegriffen. Warum jetzt nicht mehr? Verstehe ich nicht, Leute. Hä? Kann mir das mal jemand erklären? Warum hat er denn jetzt auf einmal aufgehört? Greif ihn noch weiter an. Ja gut, dann müssen wir halt die Backline noch mal ein bisschen verstärken, ne? Ist eh gerade voll nervig. Jetzt haben wir auf jeden Fall Purple als Helden und man sieht halt schon, der macht auch ordentlich Damage. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Gerade auch, boah, ey, der schießt auch viel schneller. Kein Wunder, dass der so stark ist. Purple, mach ihn alle, mach ihn. Oh nein, er kriegt so viel Damage rein in sein Gesicht. Oh, nein, das war so knapp, Freunde. Ey, wie kann ich das nicht geschafft haben? Okay, okay, okay. Ich brauche anscheinend noch mehr Power. Kein Problem. Dann stellen wir hier noch einen Green hin, beziehungsweise wir machen das mal so, dass wir direkt die Greens hier gleich wegschlitzen. Genau. Sehr gut. In der Hoffnung halt, dass es gleich schnell zu Purple geht. Jawohl! Ey, Leute, wir sind gut dabei. Guckt es an. Jawohl! Das läuft richtig gut. Stark, Leute. Wir sind durch. Ja! Uff. Okay, okay. Wir haben die Frontline noch ein bisschen verstärkt. Dadurch haben wir das Ganze so einigermaßen entzerrt, kann man sagen. Jetzt müssen wir gegen zwei Purples gewinnen. Wir werden das so machen, dass wir die Blues hier hinstellen. Und die wichtigsten hier rüber, damit wir zu Purple als erstes kommen. Der kriegt jetzt auf jeden Fall schon in sein Gesicht von dem Axtmann. Das ist gut. Ja, nee, alles ist einfach noch zu stark.
Ey, wie die am Böllern sind. Krass. Hör mal auf, Purple. Warum ist denn der so stark, Leute? Okay, wir müssen also jetzt mal richtig hochpushen. Leute, ich habe leider gerade ein bisschen übertrieben. Ich habe den Enemy tatsächlich gekillt. Jetzt sehe ich hier so einen Fernkämpfer mit so einer Chili. Also, na okay, keine Chili. Eher so einen komischen Bogen drauf. Ja gut, ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen, aber kein Problem. Ich denke, wir kriegen das auch so nochmal hin. Eigentlich brauche ich auch nur noch einen einzigen Blue. Ist ein bisschen doof, dass ich den jetzt halt nicht bekomme. Aber ja, wir gucken mal, was der so drauf hat und... Yo, Alter, der schallert ja anders rein. Heiliger Aal. Der Typ, also von 1 bis 10... Macht ihr mich 10 weg. Uff. Okay. Ich hau jetzt einen Blue hier rein. Wir kombinieren. Zack, zack. Zack. Und du willst die Transformation... der wahren Transformation sehen? Yellow. Mit 4000 Leben ist jetzt da. Und sag mal eben. Moin, ich bin's, Tim. Also, wir machen das so. Der erste Shot geht auf den blauen. Und dann kann Yellow nämlich auf ganz entspannt durchziehen und... Ja, ihr seht schon, also der rasiert richtig rein und ich glaube auch, ja, wir müssen ihn eigentlich jetzt packen. Yellow ist unser neuer Joker in dem ganzen Game und überlebt hier sogar. Ziemlich nice. Wir können uns also jetzt hinten die Backline so ein bisschen aufbauen. Und was halt ganz cool ist, wir nehmen jetzt erstmal die Diamanten mit, die wir gerade dieses Idol hier bekommen haben und bauen unsere Backline so ein wenig aus. Hoffe, das passt nicht so ganz. Ist egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen relativ starken Fernkampfschützen jetzt und wir fetzen hier direkt den Enemy weg. Wir lassen die hier rüberlaufen, dahin, damit sie dann hier rüber gehen müssen. Dann haben wir die beiden erstmal so ein bisschen abgelenkt. Unsere starken Kämpfer bringen wir direkt hier rüber und ich habe sogar noch eine geilere Idee. Wir machen den einfach hier hin. Perfekt. So. Abgelenkt. Jetzt habe ich ihn in die Backline geschickt. Das war nicht so klug. Ach, Leute, verdammt nochmal, ne? Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aua. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber ist auch okay. Das darf mir natürlich auch mal passieren. Mit 11.000 Diamanten, 16.000 jetzt insgesamt, müssen wir uns so ein bisschen neu sortieren. Ja, machen wir jetzt halt einfach mal. Und ich stelle vielleicht noch hier so einen Charakter hin. Ja, wenn wir vielleicht... Na, das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich, ne? Okay, wir machen das vielleicht eher so. Vielleicht machen wir so. Ja, das könnte gut sein. Ja, die haben jetzt hier direkt mal reingeschallert. Ja, Yellow hält das halt noch nicht so ganz aus, muss man sagen. Ja, jetzt kriegt ihr auf jeden Fall Blacky schon alles ab. Nee, keine Chance. Die sind momentan noch einfach zu stark, ne? Wir müssen da echt eine ganze Menge jetzt machen, um da auch nachzukommen. Ich glaube halt, dass man sich im Fall der Fälle auch einfach Werbung holen muss. Aber man merkt halt, wie schwer das Game jetzt mit der Zeit wird und wie viel Werbung man jetzt eigentlich gucken muss, damit man halt irgendwie so einigermaßen durchkommt. Aber wir sind Profis in dem Spiel, Leute, und darf sowas nicht beeinflussen. Okay, wir holen jetzt noch einen Fernkämpfer, einen stärkeren. Ich weiß halt nicht, ob es was bringen würde, wenn wir vielleicht so einen relativ schnell eliminieren, weil wir sind ja schon nah dran. Ja, wir könnten vielleicht mal so ein bisschen... Ah, wie machen wir das denn, Leute? Das ist richtig schwierig. Vielleicht sollten wir tatsächlich so eher anfangen, die hier so rüberbringen. Und wir müssen halt natürlich irgendwie auch Fernkämpfer jetzt rekrutieren. Die müssen einfach noch mehr Schaden machen. Ich guck einfach mal, wenn wir das vielleicht so handeln. Ja, schauen wir mal. Der macht halt gut Schaden hier. Der erste ist direkt raus. Und Nummer 2 ist jetzt auch gleich tot. Nee, reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Stärke. Okay. Dann werden wir uns noch mal ein paar Diamanten besorgen. 62.000 Diamanten. Sind jetzt nötig, um euch mal richtig in die Erde reinzustampfen. Und jetzt werde ich meine Backline so hart verstärken, Leute. Jetzt gibt's Krieg. Ihr wolltet es so, ihr kriegt es so und jetzt seid ihr dran. Ihr müsst damit leben, dass ich mir einen zweiten Purple erstellt habe. Und wir werden die Mitte, das hier wird unsere mittige Backline sein. Wir werden hier direkt rübergehen und jetzt, ich schwör's euch, Leute. Jetzt wird's absolut geisteskrank. Denn ich glaube, dieser Fight wird hier schon mal ganz anders vonstatten gehen. Ja, und man sieht's auch schon, die sind alle weg. Die sind sowas von raus eliminiert, Leute. Jetzt haben wir hier richtig auf Masse getrimmt. Und jetzt rabbelt's auch mal im Karton. Jetzt knattert der Aal. Weißt, wie ich mein?
So, wir werden hinten die Backline jetzt voll machen. Die bleibt auch voll. Wir haben jetzt hier den Super Smasher. Ich weiß auch nicht, warum die immer irgendwelche Stufen überspringen, weil die hatten noch nie einen gelben Charakter. Aber Hauptsache nimm den Super Smasher jetzt. Weißt du, ich mein? Der ist richtig OP, Mann. Was soll denn das? Alright. Viel Spaß mit dem Super Smasher, Leute. Den krieg ich niemals down. Niemals krieg ich den down. Yo. Einfach zu stark, Leute. Einfach zu stark. Also, dass sie den schon wieder auspacken, das ist doch schon wieder vom ganz anderen Planeten, ne? Nun, was wäre, wenn wir angenommenerweise noch mehr Masse produzieren würden? Wie sieht's dann aus? Die haben jetzt hier ordentlich Shots reinzuhämmern. Und die Masse könnte eventuell was ausmachen, weil die Leute da ständig rauflasern. Aber nee, ey, auch nicht, ne? Der ist einfach so krass unterwegs. Der schlitzt einfach zu doll, ne? Okay. Eine Idee wäre es, wenn wir uns jetzt einfach mal das Statbuch reinziehen, hier oben, um zu schauen, wie viel Damage hat denn eigentlich so ein Ranger, wenn wir den jetzt aufbessern würden. Also wir sehen hier, der hat jetzt knapp 60 pro Shot sozusagen und der hat aber schon 135. Also würde man zwei von denen nehmen, käme man auf 116. Der hat aber 135. Es lohnt sich also, ein Upgrade zu machen. Ergo werde ich mir jetzt so einen Bloody Archer machen. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon 60 Damage mehr. Wir gucken mal einfach, wie viel Leben hat dieser Warrior. Okay, das kann man sehr schlecht sehen. Aber das dürfte, denke ich, auf jeden Fall schon was bringen. Ich setze die jetzt hier mal zusammen und wir machen mal ein paar stärkere Charaktere. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so einen Blackie und ja, vielleicht sollten wir noch einfach ein bisschen Schussfang machen. So jetzt nämlich. Und ich weiß nicht, vielleicht den hier nach oben. Ja, und er geht auf die Backline. Das ist gut. Jetzt haben wir Blackie auf der Backline. Der hier scheppert ganz gut rein. Er muss jetzt hier nämlich gleich zu Blackie erstmal hochlaufen. Geht jetzt allerdings gleich zu dem Archer runter. Ey, das kann nicht sein, dass der das da oben schon wieder überlebt hat. Okay, dann habe ich eine andere Idee, Leute. Eine Möglichkeit wäre, dass wir mit Blackie den Platz tauschen und somit dann oben eine Vorteilsituation generieren. Also der geht hier nach oben, schlitzt sie kurz weg und geht dann nach unten. Wenn wir Glück haben, klappt das sogar alles auch relativ gut. Ich muss allerdings noch mehr Schussfang bauen, damit der Dulli nämlich hier hinläuft und dann anfängt hier wegzurasieren. Genau. Also alles mit Strategie jetzt. Er geht nach oben und jetzt wird das Ding erstmal weggefrühstückt. Genau. Ein Damage haben wir auf jeden Fall schon mal weniger. Das ist ganz gut. Jetzt ist halt die Frage, ob wir damit auch wirklich durchkommen. Ne? Der Bloody Archer hat jetzt hier gut zu tun. Ja. Guck doch mal, wie schnell der zuhaut, Mann. Ist alles okay bei dir? Oh, das war so knapp, Leute. Das war so knapp. Funktioniert gut, aber es fehlte das kleine Quäntchen Glück. Ich hätte nicht gedacht, dass das so knapp ist, ey. Okay, wir sind jetzt bei 17.000. Das würde auch preislich hinkommen, wenn wir uns jeweils einen von beiden holen. Wir müssen einfach... Ja, vielleicht... Ja, wir machen das so. Genau. So, der klatscht jetzt hier oben. Er ist runter zur Backline gegangen. Das Gute ist, die Fernkämpfer sind jetzt weg. Die sind sowieso unnütz. Wenn es gut läuft, ja, er ist jetzt halt unten sehr nah dran, aber es sieht gut aus. Der schießt halt ultra langsam, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das muss man halt auch noch mit bedenken, oder was? Das schaffst du. Streng dich an. Oh mein Gott, der hatte doch nichts mehr. Die Leiste war leer. Was? Ey, als ob. Nee, oder? Oh Mann, Leute, ey. Ja, wir rekrutieren noch einen Green irgendwie nach. Vielleicht hält er noch ein bisschen mehr aus. Jawohl, jetzt haben wir die Situation geschafft, die wir schaffen wollten, Leute. Er kriegt zwar jetzt schneller Hits rein, aber es sieht ganz gut aus. Das muss jetzt einfach sein. Das muss jetzt einfach klappen. Stark. Nein. Nein. Oh, was? Das ist nur noch ein Hit. Mist, ey. Verflixt nochmal. Wieder nicht geschafft. Okay. Wir machen die Frontline jetzt einfach noch ein bisschen dicker. Das ist einfach jetzt die Prediction.
Frontline ein bisschen dicker machen. Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Ja, ey, jetzt muss der sterben, Leute. Wenn der jetzt nicht drauf geht, keine Ahnung, was wir da noch machen sollen. Aber es fehlte dieses ganz kleine Quäntchen. Und das haben wir jetzt eigentlich auch voll gemacht. Würde mich jetzt wundern, wenn wir wirklich nochmal abnibbeln würden. Oh, es wird doch nochmal knapp. Nee, ne? Hitten! Hitten! Oh, wir haben den Dicken erledigt! Alter, was für ein Fight! Okay, das war auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich krass. Und wir haben hier Ducky als nächsten Gegner. Uff, damit wir vielleicht gut bestehen, würde ich jetzt erstmal gucken, was hier alles so insgesamt möglich ist. Wenn ich jetzt mal schaue, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein Purple hier erzeugt. Das ist ganz cool. Ich würde allerdings die Frontline jetzt noch so ein bisschen ausbauen. Ja, wir haben hier echt ein richtiges Problem, glaube ich. Wir sollten auf jeden Fall noch einen Orange Fighter hier hinstellen, damit die schneller rippen. Obwohl, eigentlich vom Ding her macht es Sinn, wenn wir diese ganze Truppe hier so hinstellen und die Blues als erstes erstmal draufgehen. Den Purple legen wir hier hin und dahin. Und ich glaube, das Ding läuft, Leute. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Guckt euch das an. Da ist der erste weg und der zweite weg. Und jetzt geht's gegen Rucky Ducky, Leute. Ja, der ist auf jeden Fall schon ordentlich strong. Könnte schwierig werden. Ja, aber ich hab's geschafft. Ganz knapp. Guck mal. Was für Ente. Ente süß-sauer. Hashtag Ente in die Kommentare, wenn ihr den fühlt, Leute. Also, das war auf jeden Fall jetzt gerade nicht einfach. Wir haben jetzt hier leider noch eine Ente. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das Ding hier am besten angehen. Also, wenn wir so über diese Seite kommen, der schlitzt hier auch ordentlich weg. Ja, das Blöde ist halt einfach, ich... Also ganz ehrlich, ich muss einfach noch stärker werden, ne? Ich muss noch stärker werden. Ja gut, ich würde sagen, wir legen ihn einfach mal dahin und gucken mal, wie es hier läuft. Die rippen die Backline auf jeden Fall schon gut weg, aber wir werden es nicht schaffen. Definitiv nicht. Ganz sicher nicht. Also die Ente packe ich leider nicht. Ich muss jetzt tatsächlich noch ein bisschen aufrüsten. Boah. Die Fights werden langsam hart, ne? Und wir sehen hier oben schon, warte, zeige ich euch gleich, hier oben, dass wir eine Map vor einer, ein Level vor der nächsten Map entfernt sind. Ich muss jetzt echt mal überlegen, wie wir das Ganze hier wieder klarziehen. Vielleicht machen wir einfach nochmal einen stärkeren Fernkämpfer. Das könnte auf jeden Fall hilfreich sein. Wie wäre es denn, wenn wir... Nee, wir brauchen auf jeden Fall Schussfang hier. Die Ente macht halt erstmal die weg. So, mal gucken. Also mit Red auf jeden Fall im Gepäck deutlich entspannter. Aber auch das hier ist leider... Nee, das packen wir nicht. Wir brauchen halt selber noch eine Ente. Die Ente ist einfach noch ein Ticken zu heftig. Ergo, wir müssen noch richtig viel Kohle besorgen oder wir transformieren Yellow weiter. Ich gucke hier einmal oben in den Plan rein. Wir schauen mal, was danach kommt. Danach würde der Hammer-Terrorist kommen. Der ist, glaube ich, schon richtig OP. Muss ich aber einmal kurz nachrechnen. Zack, 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 zack. Warte mal. Haben wir hier noch... Ah, wir müssen einen Pinky machen. Wir haben einen Slender. Wir könnten bis zu einem Slender hochgehen, hätten dann auf jeden Fall einen Pinky. Aber Leute, ich denke mal, der Ranger, ja, der ist einfach zu strong, ne? Der haut da einfach zu heftig rein. Pinky kann da natürlich ordentlich was wegrasieren, das stimmt schon. Aber vielleicht, wenn ich jetzt hier so gehe, genau, und wir stellen unsere Truppe hier hin. Ja, wir müssen aber mal gucken, ob das jetzt was bringen würde. Weil der hält definitiv deutlich mehr aus. Ja, Yellow kommt hier ziemlich gut durch, hat sogar noch gut Leben und... Ey, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Tatsächlich, das hat schon was gebracht. Alter Schwede. Easy, Leute. Auch wieder durchgekommen. Gut reinkombiniert. War knapp, aber wir haben es geschafft. Die Kämpfe sind anspruchsvoller, aber trotzdem, das freut mich auf jeden Fall mega. Jetzt haben wir hier auf der Seite halt so einen Hammer-Soldaten. Der ist einfach auch... Leute, der ist einfach auch richtig strong, ne? Der boxt halt die Leute sowas von nach Mappen, aber wir müssen hier den Bogen-Tibi heute weghauen. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal dahin. Ja, das ist halt dumm. Also, dass der da jetzt nicht nach oben geht, ist halt extrem schlecht, weil den Hammer-Typen, Leute, den kriegen wir definitiv noch nicht down. Da müssen wir jetzt ordentlich aufrüsten. Das wird jetzt so erstmal nix. Weil er haut uns einfach zu schnell zu. Wenn er eine Einheit tot haut, haut er direkt weiter die nächste. Dementsprechend müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen Kohle sammeln. 135.000 plus 3.009 macht 138.000. Und jetzt, lieber Kollege, werden wir hier mal richtig reinbuttern. Denn, Leute, es wird Zeit, dass wir uns einen übelst übertriebenen Hammerman reinpumpen. Der wird jetzt auf jeden Fall richtig extrem. So. Und ich muss jetzt, glaube ich, nochmal vorsichtig gucken. Ja, das dürfte jetzt genau hinkommen.
Sehr gut. Du willst also Stress machen, ja? Und jetzt haben wir den Hammer-Terroristen am Stissel. Der wird auf jeden Fall richtig reinpropellern. 100%. Wir gehen mal nach hier oben. Wir wollen den Damage nicht so schnell kommen lassen. So, wir nehmen die Frontline mit. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier, damit die darauf gehen. Wobei, ja doch, das dürfte passen. Und ich würde meine Helden hier hinstellen, damit die am besten den hier gleich anvisieren. So mäßig. Vielleicht mache ich das so. Ja, mal gucken. Muss man jetzt erstmal sehen. Aber vom Ding her würde ich sagen, ja. Jetzt gibt's erstmal ordentlich ins Gesicht. Ich mache leider zu wenig Schaden mit dem Hammertypen. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen Schussfang auf der rechten Seite, vermute ich mal. Aber, ja, weil ich jetzt den Typen halt nicht hinten gelassen habe. Na, schwierig. Nee, ich glaube, das ist halt einfach noch ein bisschen zu crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass jetzt mit 140.000 so hart reinloose. Aber okay, kein Problem. Ich mache mir dann einfach nochmal einen stärkeren Helden und gehe mit dem jetzt voll in die Breitseite. Das bringt hier halt immer so wenig, ne? Wenn wir den jetzt bis in die Mitte bringen. Ja. Okay, nee, das hat jetzt. Ey, also ich verstehe nicht, warum die den als erstes angreifen, wenn sie nicht einfach nach da oben gehen können. Warum greifen sie den nicht als erstes an, ne? Ja, no chance. Ja. Leider RIP, Leute. Leider RIP. Schade. Es ist deutlich knapper geworden. Ich werde mir, glaube ich, mal ein paar Blues besorgen und wir gehen in den direkten Kontakt. Wir machen das dieses Mal ganz anders. Ich stelle meine Truppe jetzt erstmal hier so hin. So. Und stelle vorne zwei Blues auf. Den nehme ich hier direkt mit. Und wir gehen in den straighten... Also wirklich in den straighten Kontakt. So. Wir gucken einfach mal. Ja, die Blues sind halt gefallen, aber weil wir mit Fernkampf ziemlich gut dastehen. Jetzt wird erstmal der hier rausgesniped, dann denke ich mal, wird der hier rausgesniped und der wird angegriffen. Der Bogenschütze überlebt noch. Ja, aber leider auch hier, also es war sogar eine schlechtere Strategie. Wir haben jetzt hier sogar... Also was ist denn das, Leute? Das ist echt ärgerlich. Wie wäre es denn, wenn wir das Ganze mal so angehen? Das könnte eine Idee sein. Wir locken ihn erstmal hier runter so mäßig. Ja. Aber wobei, guck mal, wie schnell die auch fallen, ne? Jetzt haben wir deutlich besseren Verlust hier. Das könnte jetzt sehr knapp werden, dass die sich hier umboxen. Aber, ja, er darf keinen Hit mehr durchbekommen. Ah, er kriegt noch einen Hit durch, Leute. Richtig eklig, ne? Richtig eklig. Schade. Schade, schade, schade. Das war schon deutlich, deutlich knapper. Dann würde ich vielleicht sagen, machen wir hier ein bisschen Schussfang hin und lassen den hier direkt kassieren. Wir lassen den straight, denke ich mal, einfach so stehen. Und vielleicht machen wir noch hier so eine Einheit hin. Genau. Er hat jetzt hier schön auf den Blue erstmal geschossen. Damit können wir diese Differenz von den HP gut kompensieren. Jetzt muss er reinschlitzen. Perfekt. Jawohl. Das wird was. Das fühle ich. Ja. Safe, Leute. Wir haben gewonnen. Oh, endlich. Richtig strong, dieser Hammertyp. Alter Schwede. Jo, jetzt müssen wir auch noch gegen zwei Enten kämpfen. Oh, ne. Ist das nervig, ne? Gut. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne meine Fernkämpfer einfach noch richtig krank OP machen. Wir nehmen jetzt erstmal genau die hier. Er schlägt schon auf die Enten ein. Eine Ente würde, glaube ich, mein ganzes Team packen, würde ich fast vermuten. Ja, doch. Das da, Leute, da rasieren wir durch. Also der Hammerman ist deutlich, deutlich stärker als die Ente, muss man sagen. Eigentlich lohnt es sich nicht unbedingt, auf die Ente zu gehen. Wir müssten eigentlich unseren Hammerman jetzt verbessern. Ne? Also müssten die Leute verbessern, dass wir den Hammerman bekommen. Alter, seht ihr, was das ist? Das ist ein goldener Rainbow Friend. Och nö. Hier macht es Sinn, wenn wir eine richtig fette Armee aufbauen und der sich erstmal durch alle durchböllern kann. Wir stellen die wichtigsten Einheiten hier rüber und machen daraus so eine Rangordnung. Ich glaube nicht, dass wir den packen. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass wir den packen. Ja. Er macht auf jeden Fall nicht mehr die Blues weg. Guck mal, nicht mal. Nicht mal die halbe HP. Mach richtig den OP-Gegner. Yo. Das ist ja fast unspielbar.
Krass! Ich habe so in mein Gesicht bekommen. Uff, Leute. Okay, jetzt muss ich aber richtig aufrüsten, glaube ich. Weil Golden Blue ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. 780.000! Ja, Leute, das ist mein verdammter Ernst! Jetzt gibt's Krieg! Und ich werde hier so viele Blues erzeugen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt kriegt der so ins Gesicht. Alter Schwede, das wird anders wild für ihn. Ich mache da jetzt so eine dicke Armee rein. Der hat jetzt, also ich sage euch Leute, der hat richtig schlechte Karten. Wir werden eine schöne Orange-Armee jetzt hier aufbauen und ich werde die Fernkämpfer hinten jetzt mega mies upgraden. Und wir machen, also ich weiß nicht. Könnte illegal werden, was wir jetzt hier tun. Nur mal so, ne? Nur mal so, es könnte illegal werden. So, wir brauchen auf jeden Fall noch zack, zack. Und hier noch, ja, und vielleicht nochmal. Genau so stelle ich mir das vor. Zack, zack. Und vielleicht sollten wir uns einfach nochmal solche machen. Warum nicht, Leute? So, okay, ein bisschen was auf jeden Fall noch. Hier, zack, zack, zack. Perfekt. Jetzt sieht's richtig krass aus. Okay, Leute, okay. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Alright, ich habe jetzt eine Duck am Start. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Plus, wir holen uns jetzt noch, wir könnten die halt erstmal so als Schussfang nehmen, beziehungsweise machen uns vielleicht noch ein paar Blues, den hier so ein bisschen im Hintergrund. Und ich hoffe, dass wir dem Typen jetzt ordentlich ins Gesicht drücken. Der muss jetzt auf jeden Fall richtig leiden, der Typ. Ich stelle mich mal hier hin. Alright. Und es geht los. Und ich bin gespannt, ob wir den Fight gewinnen. Ich glaube, es ist deutlich einfacher. Ja, nee, er hat einfach... Es wird eine knappe Nummer. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe mit 480.000 aufgerüstet. Guckt euch das an, ne? Ey, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, wie viel der aushält. Heiliger! Ich habe mir 2,4 Millionen. Ich wiederhole. 2,4 Millionen Diamanten zurückgelegt, beziehungsweise wollen wir das jetzt mal richtig aufrunden, damit ich heute die absolute Mega-Transformation in Rainbow Friends hier machen kann. Und wie man sehen kann, wir können uns davon eine ganze Menge holen. Jetzt werden wir allerdings erstmal diese beiden Enden hier pulverisieren mit einer neuen Unit, mit einer neuen richtig dicken Einheit. Ich mache jetzt erstmal den hier auf Orange, so. So, holen wir uns mal ein paar Fernkämpfer. Und zwar so, ja, was heißt ein paar? Wir wollen richtig viele haben. Das ist wichtig. So. Alright, alright. Jetzt können wir nämlich die Ente süß-sauer schon mal in... Wow, Catbo fusionieren. Okay, Catbo sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich crazy aus. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Wenn wir allerdings jetzt erstmal ein paar Blues kombinieren, dann können wir doch ganz sicher gleich bestimmt nochmal so eine richtig fette Unit machen. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Oh Gott, Leute. Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter! Ich habe den absoluten Blue hier... Den Yellow King habe ich gemacht. Oh mein Gott. Das war gar nicht mit... Oh nein, Leute. Das war gar nicht mit Absicht. Aber jetzt... Okay, also jetzt ist Feierabend. Ich kann jetzt hier noch ein paar Cats sozusagen placen. Okay, das ist ja eigentlich ganz cool. Wir gucken mal, wie viele Units wir jetzt hinten reingestellt bekommen. Aber... Sieht ganz danach aus, wenn wir erstmal so fahren müssen. Und jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Wir dürften jetzt eigentlich richtig gut klarkommen. Und ja, also der lasert hier anders rein. Ne? Guck dir mal den Bogenschützen an, wie der wegrasiert. Okay, wir haben jetzt ein ziemlich starkes Team, muss ich sagen. Weil der Yellow Blue King auch ziemlich strong ist insgesamt. Jetzt denken die, die können mich hier machen oder was? Pass mal auf. Wir werden jetzt einfach so, werden wir diese Units hier nach vorne bewegen. Auf die wird als erstes geschossen. Den packe ich hier gleich rüber. Und Leute, wir müssen natürlich immer gucken, dass wir eine Unit dazu kaufen. Aber ja, das sieht richtig schlecht aus für die Ente. Ente süß-sauer. Ich sage, wie es ist. Ente süß-sauer, gib mir. Ey, wir sind gerade mal Stufe 25 von 150. Das ist eigentlich voll wenig im Vergleich zu dem, was wir da noch komplett erreichen können. Und trotzdem sind wir vergleichsweise echt gut schwach, muss man sagen. Ne? Aber ja...
Ich möchte meine Units einfach noch ein bisschen aufbessern. Wir werden hier gleich noch einen Bogenschützen machen. Das ist erstmal so eine Reihe mit Roten am Start haben. Und wir gucken mal, dass wir jetzt hier gleich in die Ente... Wobei ich glaube nicht, dass wir die Ente straight killen werden. Ich denke, das wird eher so laufen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Ente kriegt aber vorher schon den Damage rein. Und der Weiße, also Kater, stirbt jetzt auch direkt. Wir kommen durch die Runden jetzt erstmal relativ easy durch. Das finde ich gut. Bisher alles auf entspannt. 65k nehmen wir mit. Wir nehmen nochmal 4000 auf entspannt mit. Und können uns jetzt erstmal hier noch eine größere Unit holen. Jetzt haben wir einen Blue, damit wir so ein bisschen ja baden können. Ne? Jetzt haben wir es halt mit Masse zu tun. Das ist ein bisschen shitty, sag ich mal. Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil es sind drei Hammermans. Diese Hammermans sind echt gut stark, muss man ganz klar auch sagen. Vielleicht sollten wir... Das eher so, oh okay, Alter, Leute, das Team ist richtig stark, ne? Oh nee, ey, das bockt ja wieder gar nicht, oder was? Ja, okay, Alter, mal gucken, was so geht, ne? Ich kann es euch nicht sagen, aber, oh, der Hammerman, der ist einfach zu strong. Ja, ganz schlecht, ganz schlecht. Das sieht, oh, wobei, so schlecht sieht das gar nicht aus. Alter! Wie stark die Katze ist, Leute. Holy moly. Das hätte ich nicht erwartet. Normalerweise ist es ja immer so, dass so viele Einheiten eigentlich ziemlich stark sind. Aber in dem Fall ist die Katze wirklich extrem strong. Jetzt ist das hier so ein bisschen nicht ganz, naja, wie soll man sagen, nicht ganz ausgeglichen. Aber die, ich denke, die Katze wird jetzt erst den Blue weghitten. Wir stellen uns dann quasi hier rüber. Und vielleicht sollten wir noch ein paar Blues hier so in Reserve reindonnern und das genau so machen. Ich denke mal, ja. Nee, also das läuft richtig schlecht. Oh! Hey! Das ist so knapp! Die hat einfach mehr Damage gemacht, die Katze. Hä? Gar nicht cool. Okay, wir wurden hier ganz knapp wieder aus der Reserve geholt, aber kein Problem. Ich hole uns einfach noch ein paar Katzen, dass wir so ein paar Schussfänger hier an der Corner haben. Und dann sollte das, denke ich mal, einfach auch passen. Also wir werden ja eigentlich das gleiche Kampfergebnis haben wie eben, nur dass die Katze jetzt halt einfach noch ein paar Schüsse mehr braucht, sozusagen. Genau, ihr seht's, ne? Ja, und jetzt haben wir den Vorteil. Jetzt haben wir den Vorteil und können die Katze easy rausnehmen, sind auf Stufe 29. Alles auf chillig. Puh. Also bisher kein Problem, das Game für mich. Was haben wir hier jetzt? Ah, wir haben es jetzt hier mit noch mehr schwierigeren Gegnern zu tun. Wenn wir vielleicht mal... Ja, wir brauchen halt wieder Schussfänger, denke ich mal. Wir werden das dieses Mal auf die andere Seite so ein bisschen rüber platzieren, genau. Und noch eine Katze dahin machen. Und mal gucken einfach, wie der Fight jetzt wird. Ich glaube halt nicht, dass wir gewinnen, weil dieses Mal sind sie zu viele Fernkämpfer. Es sei denn, er kriegt noch, ja, noch einen Hit durchbekommen, Leute. Das war gar nicht mal schlecht. Und wir haben wieder gleiche Situation. Und die Katzen müssten sich hier eigentlich auf entspannt erledigen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Das war eine sehr knappe Kiste, by the way. Aber auch die haben wir noch geschafft. Wir kriegen 86k mit. Es wird immer extremer. Und hier haben wir sogar schon mittlerweile zwei von diesen Golden Blues, ne? Boah, die sind doch einfach zu stark, ey. Die haben einfach viel zu viel davon wieder in dieses Game reingemacht. Aber egal. Wir gehen von hier rein und machen wirklich, da machen wir wirklich einfach nur so Schussfänger, ne? Ja, okay, das hätten wir nicht machen sollen. Also wir sind, denke ich mal, dann direkt tot jetzt. Leider wird meine Backline hinten komplett weggeschreddert. Ist sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist das halt, ne? Können wir nichts machen. Okay, das Team hier ist auf jeden Fall wieder viel zu stark. Und es heißt, wir müssen wieder reincashen. Es nützt nichts. Ich muss gucken, dass wir jetzt irgendwie neue Diamanten anladen bekommen. Okay, okay. Ich habe mir jetzt 4 Millionen rangeholt. Digga, weil ich absolut stinkig war. Ich sag euch, wie es ist. Es wird, glaube ich, an der Zeit, dass wir die nächste ultimative Stufe beschwören. Und er wollte es ja auch so. Dann kriegt das auch so. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Katzen organisieren. Diese Katzen kombinieren wir jetzt erstmal zusammen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir allerdings noch mehr Katzen. Ja, das ist, ja, okay, wir brauchen echt viele Katzen. Ja gut, dann fangen wir mal mit den Blues erstmal an. Wir kriegen das schon irgendwie alles hin.
So, ich habe jetzt hier mal ein paar Mal Orange. Da machen wir jetzt erstmal so. Perfekt. Das sieht auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ganz gut aus. Hier haben wir zwei gelbe. Ich muss halt die Fernkämpfer, also die darf ich auf jeden Fall überhaupt nicht vernachlässigen. Wir müssen auch so ein bisschen unsere Kohle im Auge behalten. Wenn wir da jetzt noch mal richtig reinbuttern, glaube ich, wird das sehr interessant. Jetzt haben wir ja... Ah, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Hm, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar, denke ich. So. Okay. Ein paar fehlen noch. So, sehr gut. Die dann zusammen, die dann so, dann haben wir schon mal eine zweite Ente. Ente süß-sauer, Freunde. Aber wir wollen natürlich nicht nur Ente süß-sauer haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ach was. Cool. Okay, das geht ja deutlich schneller jetzt. Wusste ich gar nicht, aber ja, ist in Ordnung. Wir haben ja so ein bisschen unsere Masiana. Das ist okay. So. Boah, ich glaube, das wird jetzt... Doch, das wird gut. Das wird gut. Doch, doch, das wird gut. Oh ja, Leute. Oh ja, das wird sogar richtig gut. Okay. Wir kombinieren hier zusammen. Machen den mal so. Haben noch einen Sledgehammer-Man. Dann machen wir den hier hin. Und wir haben jetzt richtig gute... Richtig gute Angriffsfähigkeiten. Stellen jetzt vielleicht nochmal hier so hin. Das könnte ein interessantes Ding werden. Ich glaube, jetzt sind wir schon durch unsere Fernkämpfer gut in der Lage, hier rechts ordentlich reinzupreschen. Ja, das sieht gut aus. Der erste Golden stirbt. Jetzt muss der erstmal hier rüber gehen. Ja, den Golden werden wir nicht packen, Leute. Obwohl, doch, doch, doch. Wir packen den. Nice! Alter! Ey, diese Katze ist einfach so ultramäßig stark, Leute. Trotzdem war das ein ziemlich knapper Kampf. Ich musste gerade 4 Millionen reinladen, damit wir das einigermaßen schaffen. Und ey, guckt euch mal das da oben an! Ist das pink mit Feuer? Yo! Oha! Okay, komplett, also das ist jetzt, muss ich sagen, richtig krass. Dann würde ich doch einmal behaupten, packen wir ein paar Blues wieder hier hin. Denn wir wollen erstmal dafür sorgen... dass jetzt Blue so ein bisschen Schuss fängt. Das wäre, glaube ich, dann sinnvoll, so aufzustellen. Ich weiß halt nicht, ob wir den Blue hier angegriffen bekommen, aber ich denke, er wird auf jeden Fall ordentlich Damage machen. So viel ist sicher. Das weiß ich jetzt schon. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie es aussieht, aber wir kommen easy durch den Blue durch und ja, ich denke, den machen wir auch gut, aber trotzdem macht er unglaublich viel Schaden. Oh! Okay. Ja, es war so knapp. Ich habe den Blue tatsächlich noch erledigt. Aber der war wirklich extrem stark. Uff. Und wir haben jetzt noch einen... Oh mein Gott. Einen... Oh, nee. Türkis Green, ne? Und das schon auf Level 32. Schon fast die stärksten Units. Also... Es ist schon ein bisschen illegal. So ein bisschen, würde ich mal sagen, ne? Wir stellen vielleicht mal die Einheiten nach Stärke auf, kann man so sagen. Wir müssen hier auf jeden Fall den direkten Kontakt haben. So, glaube ich, ist das schon ganz gut. Wir schauen einmal, was passieren wird, wenn wir hier so hingehen. Ja, dadurch, dass die Enden oben halt abgedeckt sind, schwierig. Jetzt geht der Damage auch langsam flöten. Ja, das war's komplett. Und jetzt wird einfach nur noch reingefetzt. Ja, man sieht's, ne? Also... geisteskrank, wie diese Charaktere hier schon wieder sind. Und vor allem nach einer Stufe, wie sich das hier immer steigert. Da muss man ja nur noch Werbung reinziehen. Uiuiui, Leute. Das, denke ich, war's auch mal wieder mit einem sehr, sehr langen Video von mir. Falls ihr bis hier noch am Start gewesen seid, sage ich vielen, vielen Dank. Du bist ein absoluter Ehrenmann. Kuss geht raus. Dano out.